seinem äußerst dichten und hochinteressanten Aufsatz Moralische Tatsachen verteidigt Julian Niederrümelin eine Version des ethischen Realismus. Meine Aufgabe hier ist es, diese Position respektvoll zu kritisieren. Das werde ich jetzt tun, und zwar ganz unabhängig davon, ob ich diese Position letztlich plausibel finde oder nicht. Der ethische Realismus wird von Niederrümelin als die These verstanden, dass es moralische Tatsachen gibt, die unabhängig von uns und insbesondere unabhängig von unseren Meinungen über diese Tatsachen existieren. Das Wort uns könnte man hier distributiv oder kollektiv lesen. Im ersten Sinn wären die behaupteten moralischen Tatsachen unabhängig von den Meinungen eines jeden von uns. Im zweiten Sinn wären sie ganz unabhängig von den Meinungen aller Menschen und überhaupt aller Subjekte. Niederrümelin versteht seine These im letzteren, stärkeren Sinn. Er insistiert darauf, Zitat, dass diese Tatsachen nicht epistemisch konstituiert sind, um klarzustellen, dass die Definition von Tatsachen als solchen Meinungen, die in idealer Weise gerechtfertigt sind, ausgeschlossen sind. Er scheint sogar noch weitergehen zu wollen, nämlich zu der These, dass die behaupteten moralischen Tatsachen sogar unabhängig von der Existenz aller Subjekte existieren. So schreibt er, Zitat, wir sind alle der festen Überzeugung, dass die Existenz physischer Gegenstände unabhängig davon ist, ob sie wahrgenommen werden. Der Stein verschwindet nicht, wenn ihn niemand sieht, auch wenn alle Wesen die mentale Zustände, darunter epistemische wie Meinungen, Wahrnehmungen, Hypothesen, Theorien etc. aufweisen, nicht mehr existieren, dann würde dies an der Existenz von Steinen, Wasserläufen, Bäumen usw. nichts ändern. Ebenso sind wir überzeugt, dass die Tötung eines Kindes, um politische Ziele zu erreichen oder gar eigene pathologische Wünsche zu befriedigen, Unrecht ist. Zitat Ende. Ich lese das als die These, dass moralische Tatsachen, wie etwa die, dass Kindesmord Unrecht ist, auch nach Ende der Menschheit, sogar nach dem Ende allen Lebens im Kosmos, fortexistieren wird. Genauso wie physische Tatsachen, wie etwa die, dass HCl in H2O löslich ist, auch dann fortexistieren wird, wenn es im Kosmos irgendwann einmal kein Salz oder kein Wasser mehr geben sollte. Die nächsten Fragen an Niederrümelin liegen auf der Hand. Existierten die moralischen Tatsachen auch schon vor der Entstehung der Menschheit, beziehungsweise schon vor der Evolution organischer Lebensformen? Hätten sie also auch dann existiert, wenn es nie zur Entstehung organischen Lebens gekommen wäre? Bei physischen Tatsachen macht das einen gewissen Sinn. Die Tatsache, dass Salz in Wasser löslich ist, gab es schon zu Zeiten des Big Bang. Denn schon damals waren die Rohmaterialien unseres Kosmos und seine Naturgesetze so, dass sie die Entstehung von Salz und Wasser prinzipiell ermöglichten und also auch so, dass, wenn beide je entstehen und miteinander vermischt würden, sich das Salz im Wasser auflösen würde. Aber wie will man parallel die Bedeutung der Behauptung erklären, dass es schon zu Zeiten des Big Bangs die moralische Tatsache gab, dass Kindesmord Unrecht ist, und zwar ganz unabhängig davon, ob später einmal organisches Leben im Kosmos existieren wird oder nicht. Und wie weit will Niederrümelin es mit der Unabhängigkeit moralischer Tatsachen von empirischen Fakten treiben? Will er sagen, dass die moralischen Tatsachen von der Existenz unseres Universums abhängig, also etwa mit dem Big Bang zusammen entstanden sind? Oder hält er sie für von unserem Universum unabhängig, sodass sie also in allen wirklichen und möglichen Welten existieren? Und wie lässt sich die von Niederrümelin favorisierte Antwort auf diese Fragen unterscheiden von und durchsetzen gegen konfligierende Antworten, zum Beispiel gegen die Antwort, dass es Menschen betreffende moralische Tatsachen nur in der kurzen Periode gibt, während derer tatsächlich Menschen in diesem Kosmos existieren? Ich muss zugeben, dass diese Fragen in mir eine gewisse Sympathie für Mackies Argument from Ontological Queerness aufkommen lassen. Der Hauptgegner für Niederrümelins ethischen Realismus ist der subjektivistische ethische Antirealismus, der der Aussage Kindesmord ist Unrecht keine Bedeutung beimessen will, die über die Bedeutung von ich halte Kindermord für Unrecht hinausgeht. In der Auseinandersetzung mit diesem subjektivistischen Antirealismus beruft Niederrümelin sich auf die alltägliche moralische Verständigungspraxis,
für die in der Tat die Unterscheidung zwischen dem, was jemand für Recht bzw. Unrecht hält, und dem, was wirklich Recht bzw. Unrecht ist, fundamental ist. Aber aus Niederrümelins Feder ist diese sich auf die alltägliche moralische Verständigungspraxis berufende Argument doch höchst merkwürdig. Denn Niederrümelin will ja, so nehme ich an, nicht einfach bloß zeigen, dass wir der Meinung sind oder auf die Meinung verpflichtet sind, dass es von uns unabhängige moralische Tatsachen gibt. Vielmehr will er zeigen, dass es eine von unseren Meinungen unabhängige Tatsache ist, dass es von uns unabhängige moralische Tatsachen gibt. Der ethische Realist muss hier auch ein metaethischer Realist sein, also erstens unterscheiden zwischen dem Status, den wir moralischen Tatsachen zuschreiben, und dem Status, den sie wirklich haben, und dann zweitens behaupten, dass es eine subjektunabhängige Tatsache ist, dass es subjektunabhängige moralische Tatsachen gibt. Aber zur Erhärtung dieser zweiten Behauptung kann die korrekte Beobachtung, dass wir in unserer Verständigungspraxis solche von uns unabhängigen moralischen Tatsachen annehmen oder voraussetzen, nichts beitragen. Hier eröffnet sich eine ganz allgemeine Schwierigkeit für Niederrümelins ethischen Realismus und überhaupt für jeden strengen Realismus, auf welche Art von Tatsachen auch immer er sich beziehen mag. Die Schwierigkeit ist, dass alle unsere Argumente und Begründungen sowie auch die gute oder schlechte Aufnahme solcher Argumente und Begründungen subjektabhängig sind und insofern an der Sache, um die es geht, vorbeigehen. Es geht um die Fragen, ob es ganz unabhängig von uns existierende moralische Tatsachen gibt und wenn ja, darum, welche diese moralischen Tatsachen sind. Und die wirklich richtige Antworten auf diese Fragen sind Niederrümelins ethischem Realismus zufolge per Definitionem völlig unabhängig von den Antworten, die Subjekten, wie wir sie sind, einleuchten mögen. Dem Realismus zufolge kann all unser Denken, Begründen und Diskutieren immer nur zu Meinungen führen, also zu menschlichen Urteilen über vermeintliche Tatsachen. Die Tatsachen selbst liegen jenseits unseres epistemischen Horizonts, und so können wir die vermeintlichen Tatsachen unserer Urteile niemals mit den wirklichen Tatsachen vergleichen, niemals auch nur die geringsten Indizien darüber haben, inwieweit unsere Urteile mit den wirklichen Tatsachen übereinstimmen oder dafür, ob die durch Nachdenken und Diskutieren gefilterten und verfeinerten vermeintlichen Tatsachen unserer Urteile sich mit der Zeit den wirklichen Tatsachen annähern oder nicht. Niederrümelin schreibt ganz richtig, Zitat, man kann ein epistemischer Optimist sein und demnach hoffen, dass ideal begründete Meinungen zutreffend sind, also die Tatsachen angemessen darstellen, aber dies ist keine analytisch wahre Behauptung, sondern eine epistemologische Hoffnung. Später fügt er hinzu, Zitat, vernünftige Realisten sind epistemische Optimisten. Aber das ist unrichtig. Die epistemischen Moraloptimisten haben nicht mehr Vernunft auf ihrer Seite als die epistemischen Moralpessimisten, nämlich keine. Insofern führt Niederrümelins ethischer Realismus direkt in den moralischen Skeptizismus, in die Diagnose, dass wir prinzipiell nicht wissen können, inwieweit die in unseren Urteilen ausgedrückten vermeintlichen moralischen Tatsachen den wirklichen moralischen Tatsachen entsprechen, und ebenfalls prinzipiell nicht wissen können, ob die in unseren Urteilen ausgedrückten vermeintlichen moralischen Tatsachen sich mit der Zeit den wirklichen moralischen Tatsachen annähern oder nicht. Niederrümelins ethischer Realismus ist nicht die einzige Position, die mit unserer alltäglichen moralischen Verständigungspraxis vereinbar ist. Die für unsere moralische Verständigungspraxis fundamentale Unterscheidung zwischen dem, was jemand für Recht bzw. Unrecht hält und dem, was wirklich Recht bzw. Unrecht ist, lässt sich auch antirealistisch deuten. In dieser Spielart des ethischen Antirealismus wird das zweite Glied dieses Gegensatzes, nämlich das, was wirklich Unrecht ist, mit dem identifiziert, was in unserer Verständigungs- und Begründungspraxis letztlich als Unrecht verurteilt werden wird oder würde, also mit dem, was sich letztendlich am überzeugendsten begründen lässt.
Man könnte diese Position als kollektiven ethischen Antirealismus bezeichnen, weil sie das Kollektiv der an der moralischen Verständigungs- und Begründungspraxis teilnehmenden Personen zum Maßstab der moralischen Wahrheit macht. Dieser kollektive ethische Antirealismus teilt mit Niederrümelins ethischen Realismus das Element des Fallibilismus, also die Überzeugung, dass jedes irgendwann von einem oder sogar von allen von uns für richtig gehaltene moralische Urteil sich später als falsch herausstellen kann. In Niederrümelins ethischem Realismus bedeutet dieser Fallibilismus, dass es immer möglich ist, dass es eine in einem Urteil ausgedrückte vermeintliche moralische Tatsache in Wirklichkeit gar nicht gibt. Im kollektiven Antirealismus bedeutet dieser Fallibilismus, dass es immer möglich ist, dass ein mit guten Gründen gestütztes moralisches Urteil später einmal mit besseren Gründen verworfen werden wird. Auch wenn manches Urteil, wie etwa das, dass Kindesmord Unrecht ist, so tief in unserem Geflecht moralischer Überzeugungen verwurzelt ist, dass wir uns gute Gründe für seine Revision kaum vorstellen können. Der kollektive ethische Antirealist versteht, dass im Bereich der miteinander auf vielfältige Weise vernetzten Gründe immer wieder relevante Veränderungen auftreten können, die es uns vernünftig erscheinen lassen, unser Urteil zu revidieren, ja sogar zu einem früher mit guten Gründen verworfenen Urteil mit neuen, besseren Gründen zurückzukehren. Diesem kollektiven Antirealismus zufolge wären moralische Tatsachen dann also unabhängig von jedem Urteil, nicht aber unabhängig von allen Urteilen, während Niederrümelins ethischem Realismus zufolge moralische Tatsachen auch von der Gesamtheit aller Urteile unabhängig wären. Niederrümelin streicht in seinem Aufsatz einen wichtigen Unterschied zwischen seinem ethischen Realismus und allen Spielarten des ethischen Antirealismus heraus. Sein ethischer Realismus ist epistemologisch agnostisch, das heißt, er erlaubt kein begründetes Urteil darüber, ob unser gemeinsames moralisches Nachdenken und Begründen uns den moralischen Tatsachen näher bringt oder nicht. Der kollektive ethische Antirealismus eröffnet dagegen wenigstens die Möglichkeit eines begründeten epistemologischen Moraloptimismus. Denn es kann sich herausstellen, dass wir, wenn wir lange genug moralisch diskutieren, feststellen, dass die Größe der Revisionen in unseren moralischen Urteilen langsam abnimmt und eine gewisse Konvergenz stattfindet auf moralische Urteile, von denen wir dann mit wachsender Wahrscheinlichkeit annehmen können, dass man sie niemals mehr mit Hilfe neuer Gründe und Argumente wird widerlegen können. Allerdings, auch der kollektive Antirealist muss zugeben, dass wir das nie wirklich wissen können. Denn es bleibt ja möglich, dass nach Jahrhunderten von Moralkonsolidierung in irgendeinem zukünftigen Jahrhundert eine auf neu ins Spiel gebrachte gute Gründe und Argumenten beruhende radikale Umwälzung unserer Moral stattfinden wird, vielleicht sogar eine Umwälzung, die uns wieder ganz in die Nähe einer früher dominanten Moral bringt, die jahrhundertelang für falsch gehalten worden war. Wir haben gerade gesehen, dass der von mir skizzierte kollektive ethische Antirealismus besser in der Lage ist, als Niederrümelins ethischer Realismus, eine Position abzustützen, die Niederrümelin im Herzen liegt, nämlich den epistemischen Moraloptimismus. Analoges gilt auch noch von einer weiteren Position, die Niederrümelin ebenfalls teilt, nämlich den universellen epistemologischen Immanentismus. Er charakterisiert diese Position wie folgt, Zitat: Es gibt keine unmittelbaren Zugänge zur Realität, weder über sensorische Stimuli, noch über Beobachtungssätze, noch gar über Prinzipien alles Seienden. Wir müssen und sollten uns mit der Abwägung von Gründen pro und contra zufrieden geben und der Versuchung widerstehen, diese Abwägung selbst zu transzendieren, da ein Sprung nach außen, ein unmittelbarer Zugang zur Realität jenseits dieser Welt der Gründe, jenseits unserer epistemischen Systeme, an denen wir individuell partizipieren, nicht möglich ist. Zitat Ende. Genau dieser Immanentismus,
Das gemäßigte Vorliebnehmen mit der Welt der Gründe und Argumente bewegt den kollektiven Antirealisten, keine jenseits dieser Welt liegende Welt völlig subjektunabhängiger moralischer Tatsachen, von der wir ohnehin nie etwas wissen könnten, zuzulassen. Für diesen kollektiven Antirealisten sind die wirklichen moralischen Tatsachen einfach diejenigen, die in Urteilen behauptet werden, die sich in Begründungsdiskursen nachhaltig bewähren. Warum will Niederrümelin dieses schöne Verständnis moralischer Tatsachen nicht teilen? Ich sehe mindestens zwei plausible Überlegungen, die ihn dazu bewegen mögen, seinem ethischen Realismus gegenüber dem kollektiven ethischen Antirealismus den Vorzug zu geben. Die erste Überlegung hat mit dem Charakter unserer moralischen Verständigungs- und Begründungspraxis zu tun, in der, wie Niederrümelin gut herausarbeitet, unser moralisches Denken durch eine besondere, nach Kohärenz strebende Art des Begründens und Argumentierens vorangetrieben wird. Wir sind oft bereit, bestimmte moralische Überzeugungen aufzugeben oder zu revidieren, weil wir dadurch unsere Moral insgesamt kohärenter machen können. Niederrümelin preist dieses menschliche Streben nach Kohärenz und bezeichnet sogar seinen ethischen Realismus als kohärentistisch, im Sinne der These, dass, Zitat, das Geben und Nehmen von Gründen die epistemischen Systeme intra- und interpersonell kohärenter mache und auf diese Weise der Realität annähere. Diese These wird auch von kollektiven ethischen Antirealisten akzeptiert, die erwarten, dass wenn Kohärenz ein nicht hintergehbarer Wert in jeder menschlichen Begründungspraxis ist, die moralischen Urteile, die sich im Diskurs letztlich durchsetzen, kohärenter sein werden als die Urteile jeder früheren Periode. Aber es gibt doch einen wesentlichen Unterschied. Für kollektive Antirealisten ist es von vornherein ausgemacht, dass der im moralischen Diskurs beobachtbare Trend zu größerer Kohärenz uns den wirklichen moralischen Tatsachen näher bringt. Denn für kollektive Antirealisten sind diese wirklichen moralischen Tatsachen ja per Definition nichts anderes als die Tatsachen, die in Urteilen behauptet werden, die sich letztlich im Diskurs durchsetzen. Genau in diesem Punkt kann sich der ethische Realist stoßen. Er ist Realist, weil er es als eine offene Frage ansieht, ob die wohl eher ästhetische menschliche Vorliebe für das, was wir kohärent finden, wahrheitsfördernd ist oder nicht. In den Naturwissenschaften streben wir auch nach Kohärenz, versuchen unsere Theorien so ökonomisch und elegant wie möglich zu formulieren, aber dort würden wir niemals erhärtete empirische Urteile für größere Theoriekohärenz aufopfern. Diese Parallele zu den Naturwissenschaften drängt uns die Frage auf, ob wir nicht vielleicht dem Streben nach Kohärenz in der Moral zu viel Gewicht geben. Hier kurz zwei Beispiele. In den letzten 100 Jahren sind wir von der moralischen Überzeugung, dass Männer und Frauen, Schwarze und Weiße, nicht gleichberechtigt sind, zu der entgegengesetzten Überzeugung fortgeschritten. Dieser Fortschritt wurde wesentlich angetrieben durch die Herausforderung an die Anhänger der alten Überzeugung, darzulegen, aufgrund welcher relevanter Unterschiede Frauen und Schwarze geringere Rechte eingeräumt werden sollten. Die Beweislast wurde hier denjenigen aufgebürdet, die für Ungleichberechtigung plädierten. Zweites Beispiel. In den nächsten 100 Jahren werden wir hoffentlich von der moralischen Überzeugung, dass nationale, nicht aber internationale Spielregeln sich an ihren Auswirkungen auf die Erfüllung der Menschenrechte messen lassen müssen, fortschreiten zu der Überzeugung, dass alle sozialen Spielregeln menschenrechtskonform sein müssen. Dieser Fortschritt passiert nach demselben Muster. Es wird den Verteidigern der bestehenden differenzierten Gerechtigkeitsauffassung, eine Rawls zum Beispiel, eine Beweislast aufgebürdet, die sie nicht tragen können, nämlich zu zeigen, warum die empirische Unterscheidung zwischen nationalen und internationalen Spielregeln diesen folgenschweren moralischen Unterschied nach sich ziehen sollte. Diese Beispiele regen die Frage an, wie sich die tief in unsere Begründungspraxis eingewebte Voreingenommenheit für Kohärenz selbst begründen lassen soll.
Ich nehme an, dass jede solche Begründung letztlich auf eine Petitio Principii hinausliefe. Und damit legt sich die Frage nahe, ob unser beständiges Fortschreiten in Richtung auf kohärentere Moral auch ein Fortschritt in Richtung auf bessere, wahrere Moral ist. Warum soll die Moral nicht genau wie die Natur, die ja allem Einstein zum Trotz manchmal doch ganz schön würfelt, ihre verrückten Merkwürdigkeiten haben? Zum Beispiel die, dass es manchmal von der Geburtsstadt oder vom Wochentag abhängt, ob ein Akteur verpflichtet ist, ein bestimmtes Versprechen zu halten. Ich kann mir vorstellen, dass Niederrümelin ethischer Realist ist, weil er solche Fragen für sinnvoll hält, weil für ihn die wahrheitsfördernde Wirkung unseres Kohärenzstrebens nicht einfach daraus folgt, dass wir geborene Kohärenzstreber sind, sondern allesfalls nur eine bange Hoffnung sein kann, von der wir nie wissen können, ob sie trügt oder nicht. Insoweit wir bereit sind, die Frage, ob unser menschliches Kohärenzstreben im moralischen Diskurs sich wahrheitsfördernd auswirkt, überhaupt ernst zu nehmen, haben wir einen guten Grund, Niederrümelins ethischen Realismus dem kollektiven ethischen Antirealismus vorzuziehen. Aber wir ruinieren damit gleichzeitig Niederrümelins Ambition, seinen ethischen Realismus als einen unaufgeregten und unangestrengten zu verkaufen. Wer die Frage zulässt, ob wir uns mit unserem Fortschreiten zu mehr Kohärenz nicht möglicherweise von den wirklichen moralischen Tatsachen entfernen, der wird einsehen, dass wir die Antwort auf diese Frage nicht wissen und auch niemals wissen können. Und diese prinzipielle Unwissenheit regt natürlich auf. Zwischenbilanz. Wir haben gesehen, dass der kollektive ethische Antirealismus drei miteinander zusammenhängende Desiderata, die Niederrümelin beim Vergleich alternativer metaethischer Theorien ins Spiel bringt, besser erfüllt als Niederrümelins eigener ethischer Realismus. Der kollektive Antirealismus stellt gute Gründe für einen epistemischen Moraloptimismus in Aussicht, während der ethische Realismus die Existenz solcher Gründe ausschließt. Der kollektive Antirealismus passt besser als der ethische Realismus mit dem universellen epistemologischen Immanentismus zusammen, dem Verzicht darauf, mit unserem Erkennen über unsere Welt der Gründe hinauszukommen. Und der kollektive Antirealismus ist auch unaufgeregter als der ethische Realismus, weil er von vornherein die aufregende Möglichkeit ausschließt, dass unser Streben nach Kohärenz in der Moral uns von der moralischen Wahrheit wegtreibt. Nun gibt es allerdings noch eine weitere Überlegung, die Niederrümelin dazu bewegen mag, seinem ethischen Realismus gegenüber dem kollektiven ethischen Antirealismus den Vorzug zu geben. Diese hat mit Path Dependence zu tun. Unsere moralische Verständigungs- und Begründungspraxis fängt immer mit unseren bestehenden moralischen Überzeugungen an, insbesondere mit denjenigen, die wir wohl überlegt haben, an denen wir nicht ernsthaft zweifeln und hinsichtlich derer es keinen nennenswerten Dissens gibt. Moralischer Fortschritt ergibt sich dann daraus, dass wir unsere kritischen Fähigkeiten auf diese Überzeugungen anwenden, sie also systematisieren, verfeinern und auf neue Themenbereiche ausweiten. Man kann hoffen, dass dieser Fortschritt konvergiert, also letztlich zu einer voll entwickelten, hochkohärenten Moral führen wird, an der sich dann eigentlich nichts mehr verbessern lässt. Allerdings ist anzunehmen, dass diese voll entwickelte Moral immer noch die Spuren ihrer Genese aufweisen wird. Mit anderen Worten, es ist anzunehmen, dass wenn zu Beginn des menschlichen moralischen Nachdenkens kontingenterweise andere moralische Überzeugungen dominant gewesen wären, der ganze Fortschrittsprozess ein anderer gewesen wäre und auch in Richtung auf eine andere Endmoral konvergiert hätte. Sofern diese Annahme plausibel ist, können wir den realhistorischen moralischen Fortschrittsprozess nicht so ganz ernst nehmen und werden uns zu der Frage gedrängt fühlen, welche der Moralen, die sich aus verschiedenen hypothetischen oder realen Fortschrittsprozessen entwickelt hätten oder haben, denn nun die wahre ist.
dieser Gedanke an Path Dependence und alternative vollständige Moralentwicklungen scheint wiederum für den ethischen Realismus zu sprechen. Man kann schlecht die moralischen Tatsachen mittels der sich im moralischen Diskurs bewährenden moralischen Tatsachen Behauptungen identifizieren, wenn man gute Gründe zu der Annahme hat, dass sich in unter anderen Startbedingungen entstehenden hypothetischen Paralleldiskursen andere moralische Tatsachenbehauptungen durchgesetzt hätten. Aber der kollektive ethische Antirealismus hat hier noch eine interessante Erwiderung folgender Art. Man sollte Moral und ihre Fortentwicklung nicht in erster Linie kognitivistisch, also im Sinne einer Disziplin, die Wissenschaft, interpretieren, sondern als allgemeine Anleitung zur Lösung praktischer Konflikte, als Grundlage friedlichen und konstruktiven Zusammenlebens. Wenn wir Moral so verstehen, dann haben wir Grund, unsere Moral zu revidieren, nicht nur dann, wenn sich dadurch ein Kohärenzgewinn erzielen lässt, sondern auch dann, wenn sie zum Beispiel kontraproduktiv ist, also die praktische Aufgabe von Moral nicht besonders gut erfüllt. Zugegeben, was die praktische Aufgabe von Moral ist, ist selbst zum Teil eine moralische Frage, die verschiedene Moralen unterschiedlich beantworten mögen. Trotzdem kann es klare Fälle geben, in denen wir eindeutig Grund haben, von einer Moral M zu einer revidierten Moral M Stern überzugehen. Das wäre der Fall, wenn beide dieser Moralen aufgrund ihrer jeweiligen Auffassung von der praktischen Aufgabe von Moral in dem Urteil übereinkämen, dass M Stern der praktischen Aufgabe der Moral besser gerecht wird als M. Der Grundgedanke ist hier also der, dass wir eine Moral nicht einfach nur aufgrund ihrer Stimmigkeit beurteilen sollten, also danach, inwieweit sie unseren moralischen Überzeugungen entspricht und unser Kohärenzbedürfnis befriedigt, sondern dass wir sie auch nach ihren Auswirkungen beurteilen und beurteilen sollten, also danach, ob sie uns hilft, eine gute menschliche Gemeinschaft zu organisieren. Die zentrale Rolle des Kohärenzstrebens in der Moralentwicklung wird bestätigt, aber neu gerechtfertigt durch den positiven Beitrag von Kohärenz zur Funktionalität von Moral. Wenn wir den kollektiven ethischen Antirealismus mit dieser pragmatischen Auffassung von Moral kombinieren, dann verliert das Problem der Path Dependence an Bedeutung. Verschiedene wirkliche oder hypothetische menschliche Moralgemeinschaften können von verschiedenen Ausgangssituationen unterschiedliche vernünftige Moralentwicklungen durchlaufen, die auf unterschiedliche Endmoralen hinauslaufen, die alle erfolgreich sind, in dem Sinne, dass jede die in der Lebenswelt ihrer jeweiligen Gemeinschaft auftretenden Aufgaben und Probleme gut löst. Damit ist natürlich ein gewisser Relativismus verbunden. Wir können zwar die Entwicklungsschritte unserer Moral als vernünftig oder unvernünftig beurteilen, nicht aber den Ausgangspunkt dieser Entwicklung und auch nicht die empirischen Rahmenbedingungen, unter denen sie stattfand und die oft entscheidend dafür sind, ob eine bestimmte Revision diese Moral funktionstüchtiger macht oder nicht. Der stärkste Gegenkandidat gegen Niederrümelins ethischen Realismus scheint mir der hier skizzierte, mit einem pragmatischen Moralverständnis kombinierte kollektive ethische Antirealismus zu sein. Beide Positionen haben ihre Probleme, der ethische Realismus insbesondere ein Skeptizismusproblem und der kollektive ethische Antirealismus ein Relativismusproblem. Unserem Jubilar ist zu danken, dass er diese Diskussion kräftig vorangetrieben hat. Herzlichen Dank an Thomas Pogge und nun Herr Dr. Heilinger. Lieber Herr Niederrümelin, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mir eine Freude und eine Ehre, natürlich hier auch in der Diskussion mich beteiligen zu dürfen und einen Kommentar abzugeben. In meinem kurzen Beitrag heute
soll ich zum einen auf den Kommentar von Thomas Pogge zum Target-Artikel von Nida-Rümelin Bezug nehmen und zum anderen möchte ich die darin dargelegte Position mit einigen eigenen Überlegungen zum Ansatz einer pragmatistischen Ethik konfrontieren. Also mein kleiner Beitrag heute ist als Versuch, eine Auseinandersetzung mit Nida-Rümelin zu verstehen, dass die einerseits sowohl kritische Elemente aufgreift von Thomas Pogge und eigene kritische Elemente hinzufügt, aber andererseits auch ein Unterstützungsangebot bereithält. Ich bin dabei von einer grundlegenden Annahme geleitet, die darin besteht, dass Nida-Rümelins Auseinandersetzung mit der Metaethik insbesondere von einem normativen ethischen Erkenntnisinteresse beeinflusst oder geleitet wird. In seinem gehaltvollen Aufsatz unter dem Titel Moralische Tatsachen, den Untertitel lasse ich hier weg, entwickelt Julian Nida-Rümelin einen Ansatz praktischer Rationalität in der Ethik, der gute Gründe als ausschlaggebend für die ethische Rechtfertigung von Handlungen ansieht. Im Rahmen eines metaethischen Realismus, den auch soeben Thomas Pogge kritisch unter die Lupe genommen hat, lehnt Nida-Rümelin dabei die Anwendung starrer Moralprinzipien ebenso ab wie ein Abdriften in einen ethischen oder metaethischen Subjektivismus. Mit einer solchen Position, die dem Mainstream der kriterialen Ansätze in der praktischen Philosophie durchaus kritisch gegenübersteht, steht Nida-Rümelin aber glücklicherweise auch nicht ganz alleine da. Neben ihm vertritt unter anderem Stephen Toulmin einen vergleichbaren Ansatz. Dieser hatte gegen die dominierenden prinzipienorientierten Moraltheorien und den Subjektivismus die alte ethische Tradition der Kasuistik wiederbelebt. Innerhalb der Kasuistik werden ausgehend von Einzelfällen die guten Gründe für bestimmte Handlungsoptionen identifiziert. Die angesichts eines Problems jeweils einschlägigen guten Gründe werden dabei unter Berücksichtigung auch von Rationalitätskriterien, die allerdings eher als Metakriterien und gerade nicht als strikte ethische Prinzipien verstanden sein sollten, und anhand von Paradigm Cases und Einzelfalldetails bestimmt. Eine weitere philosophische Tradition, die einen ähnlichen Ansatz verfolgt und Parallelen zur praktischen Philosophie Nida-Rümelins aufweist, lässt sich im US-amerikanischen Pragmatismus ausmachen. Ethik wird hier als eine Praxis der Problemlösung verstanden, die mithilfe der jeweils besten zur Verfügung stehenden Methode, die sich am Vorgehen der erfolgreichen Naturwissenschaften orientiert zumindest, nach einer Lösung für eine praxisrelevante Herausforderung sucht. Auch Stephen Toulmin bezieht sich anerkennend auf John Dewey. Ich selbst sympathisiere ebenfalls mit einem pragmatistischen Ansatz im Sinne Deweys, den ich aber eben auch bei Nida-Rümelin deutlich zu erkennen meine. Ich vertrete also die These, dass Nida-Rümelins kohärentistischem Realismus ähnliche Impulse und Überzeugungen zugrunde liegen wie diejenigen, die auch die Pragmatisten, insbesondere John Dewey, zur Formulierung einer pragmatistischen Ethik geführt haben. Auf diese Parallele hinzuweisen, mag helfen, manche der Positionen Nida-Rümelins im Kontext besser zu verstehen. Im Folgenden werde ich ausgewählte und, wie ich finde, plausible Elemente der Ethik von Julian Nida-Rümelin herausgreifen und zeigen, wie sie in ähnlicher Form auch in einer pragmatistischen Ethik, etwa von Dewey, realisiert sind. Also viele Positionen in der Ethik sind durch die Identifikation eines moralischen Grundprinzips gekennzeichnet. Holzschnittartig zur Erinnerung, Kant verlässt sich beispielsweise auf einen kategorischen Imperativ, der über einen Universalisierungstest die moralische Qualität von Handlungen zu bestimmen versucht. Konsequenzialistische Ethiken vertreten unterschiedliche Formen eines Prinzips, das die Bewertung einer Handlung auf Grundlage ihrer Folgen vornimmt. Der Versuch, ein solches normatives Grundprinzip anzugeben, lässt sich aber bei Nida-Rümelin nicht finden. Und dieses Fehlen hat mehrere gute Gründe. Zum einen erscheint ein solcher Versuch Nida-Rümelin aus praktischer Perspektive fragwürdig. Die Annahme, dass es ein einziges, universelles, objektives, unveränderliches Moralprinzip geben könne, mit Hilfe dessen moralische Entscheidungen in jeder Situation generiert werden können, widerspricht grundlegend der gelebten und erfahrenen moralischen Alltagspraxis des Lebens und Nehmens von Gründen. Wenn Menschen tatsächlich in konkreten als problematisch erfahrenen Situationen verschiedene Handlungsoptionen ethisch gegeneinander abwägen, wird dabei so gut wie niemals bloß auf ein einziges Moralprinzip Bezug genommen. Moralische Situationen sind ja zumeist allererst dadurch gekennzeichnet, dass eine einfache Lösung mithilfe einer moralischen Regel gerade unmöglich ist, beziehungsweise dass die Anwendung einer einzigen solchen Regel irgendwie unplausibel erscheint. Die Frage, ob ich beispielsweise einem Verletzten am Straßenrand helfen soll, stellt damit noch gar kein genuin ethisches Problem dar. Zu einem solchen wird es erst, wenn ich konfligierenden Anforderungen und Ansprüchen ausgesetzt bin, etwa indem ich, falls ich der verletzten Person helfe,
andere Pflichten, Versprechen oder Erwartungen nicht einlösen kann. In solchen Fällen wird schnell deutlich, dass ein einziges Moralprinzip praktisch nicht dazu in der Lage ist, die moralische Komplexität einer Situation zu durchdringen, geschweige denn zu lösen. Das Geben und Nehmen eigener Gründe ist daher genuin pluralistisch verfasst. Vielleicht sogar so stark, dass ethische Situationen notwendigerweise nur kasuistisch zu fassen sind, wie es Stephen Toulmin nahegelegt hat. Niederrümelin stimmt aus meiner Sicht diesbezüglich auch mit der von den Pragmatisten geteilten Einsicht überein, dass ein Pluralismus der Gründe für Handlungen und ein Pluralismus der plausiblen Kriterien zur Handlungsbeurteilung unverzichtbar ist. Zum anderen erscheint Niederrümelin die Suche nach einem moralischen Grundprinzip in epistemischer Hinsicht fehlgeleitet. Welchen ontologischen Status hätte auch ein solches ewig gültiges, objektives und unveränderliches universelles Prinzip, das unabhängig von aller unserer Erfahrung bestehen soll, haben können? Mithilfe welcher Fähigkeit oder welchen Sinnes könnten wir es erkennen? Angesichts solcher moral-epistemologischer Schwierigkeiten vertritt Niederrümelin einen ontologischen Agnostizismus und argumentiert für eine epistemisch-kohärentistische Position. Unter Kohärentismus versteht Niederrümelin nun das der Praxis des Gebens und Nehmens von Gründen innewohnende Streben nach Kohärenz. Und mit Blick auf den Kohärenzbegriff hat auch Dietmar von der Pforten in dem einen Band einen sehr aufschlussreichen Beitrag vorgelegt, in dem er Niederrümelins kohärentistischen Ansatz eben als individualistisch-objektivistischen Ansatz, glaube ich, kennzeichnet. Und hinter den komplexen Analysen, doch, das ist Ihre Position, aber Sie beziehen Sie, glaube ich, mit diesem Ansatz, so habe ich den Aufsatz zumindest verstanden, beziehen Sie Ihre Position als eine Folie, vor der Sie Niederrümelins Position erhellen wollen. Kohärenz geht nun aus vom lebensweltlichen Standpunkt der tatsächlich erlebten Probleme und Handlungsoptionen. Die epistemischen Bedingungen, von denen ausgehend wir normative Einsichten formulieren, sind somit so nah an der lebensweltlichen moralischen Alltagspraxis wie nur irgend möglich. Es ist weder ein besonderer moralischer Sinn dafür nötig, Zugang zu guten Gründen zu erlangen, noch sind diese guten Gründe subjektiv beliebig zu formulieren. Kohärenz, beziehungsweise ja präziser der Strebeimpuls in Richtung Kohärenz, ergibt sich aus dem Versuch, Widersprüche und Friktionen zwischen den verschiedenen vertretenen Überzeugungen und Interessen herzustellen. Und dies einerseits intrapersonell innerhalb des individuellen moralischen Akteurs, darüber hinaus aber auch interpersonell im Kontext einer Gruppe von Akteuren. Einen ähnlichen ontologisch bescheidenen, wie ich lieber statt agnostisch sagen würde, einen ontologisch bescheidenen Standpunkt eines moderaten Realismus vertritt nun auch Dewey und mit ihm weitere pragmatistische Philosophen, wie in der Gegenwart etwa Philipp Kitscher. Moralische Regeln und Prinzipien sind durchaus wahrheitsfähig, real und objektiv gültig, und die Wahrheit moralischer Sätze kann auch tatsächlich von Menschen erkannt werden. Aber Wahrheit ergibt sich erst in der Praxis. Und hier ist die Wahrheitsdefinition von William James einschlägig, der die prägnante Formel aufgestellt hat: Truth happens to an idea. Es ist gerade die erfolgreiche Bewältigung von konkreten lebensweltlichen Herausforderungen, die es allererst rechtfertigt, bestimmten normativen Sätzen, Einsichten und Regeln, die zu dieser Bewältigung beitragen, Wahrheit zuzuschreiben. Vielleicht ist gerade darin die Kohärenz zu vermuten, die Niederrümelin wichtig ist, wenn er sie in intrapersoneller, intersubjektiver und lebensweltlich umfassender Hinsicht praktisch wie theoretisch bestimmt. Und in dieser Hinsicht hatte ich die Formulierung von Herrn von der Pfort mit der Kombination von individualistischen und objektivistischen Ansätzen, diese Kombination, verstanden. Die Wahrheit aber wird nun, wie bereits angesprochen, nicht durch einen epistemisch mysteriösen, privilegierten Zugang zu derselben identifiziert, sondern durch einen lebensweltlichen Zugang, den Dewey für die Pragmatisten zumindest durchaus als naturalistisch bezeichnen würde. Und hier scheint mir, dass das, was die Pragmatisten als naturalistisch bezeichnen, durchaus mit dem übereinstimmen kann, was Niederrümelin als nicht naturalistisch verteidigt. Diese auf den ersten Blick wohl fragwürdige These oder irritierend erscheinende These muss ich kurz begründen. Dewey hat mit seiner naturalistischen Position im Sinn, dass wir uns jederzeit und damit im Besonderen auch bei der Auseinandersetzung mit kulturellen und sozialen Phänomenen wie Ethik und Politik, dass wir uns also jederzeit derjenigen Methoden bedienen sollen, die sich insgesamt als die zielführendsten erwiesen haben.
Und das sind für Dewey eben die Methoden der Naturwissenschaften, das, was er Inquiry nennt und was davon ausgeht, dass es so gewissermaßen salopp formuliert in der Welt mit rechten Dingen zugeht und dass es no spooks, also keine queer entities in der Wirklichkeit gibt und dass wir sie auch nicht brauchen, um diese Probleme zu lösen. Ohne hier ins Detail einzusteigen, sind die naturwissenschaftlichen Methoden für Dewey dadurch gekennzeichnet, dass sie ohne die Annahme ontologisch fragwürdiger Entitäten den Umgang mit der erfahrenen Wirklichkeit mithilfe der bestmöglichen und erfolgsverheißendsten Thesen regeln. Diese Thesen, die dann auch die Pragmatisten bisweilen in Form von Prinzipien zu formulieren bereit sind, sind und bleiben aber immer Hypothesen. Das heißt, sie kommen ohne ontologischen Absolutheitsanspruch aus, und sie müssen sich immer wieder in der Praxis bewähren. Dies aber impliziert keineswegs, dass sie deshalb nicht real oder nicht objektiv sein können. Sie sind es genauso, wie auch die Formeln und Gesetzmäßigkeiten in den Naturwissenschaften es sein können. Niederrümelins eigene Position ist, was bei seinem frühen akademischen Werdegang auch nicht verwundert, nun ebenfalls von einem starken Einfluss der Naturwissenschaften zumindest gekennzeichnet. Niederrümelin geht davon aus, wenn ich ihn richtig verstehe, dass auch in der Physik mit der Annahme von Entitäten und Hypothesen gearbeitet wird, deren ontologisch realistischer Status nicht unbedingt restlos geklärt, gerechtfertigt und begründet sein muss. Diese Position kontrastiert er mit einem Naturalismus, der dadurch gekennzeichnet sein soll, dass die Entitäten, mit denen wir, jetzt egal ob in Physik oder Ethik, operieren, einen restlos geklärten natürlichen Status haben sollen. Vor diesem Hintergrund erscheint es plausibel, dass Niederrümelin seine eigene Position auch als nicht naturalistisch bezeichnet, wobei wohl auch der Ausdruck nicht physikalistisch oder nicht reduktionistisch in Frage käme, was ich vielleicht für etwas weniger irreführend in manchen Kontexten halten würde. Und dass Niederrümelin durchaus auch einem moderaten Naturalismus in dem von mir geschilderten Sinne nahesteht, wird auch daran deutlich, wenn er sein eigenes metaethisches Vorhaben als die natürliche Interpretation normativer Diskurse, und das war ein Zitat, verstanden wissen will. Die knappe Zeit, die mir gestattet war, zwingt mich jetzt hier schon zum Schluss zu kommen. Ich habe in meinem kurzen Kommentar dafür argumentieren wollen, dass zahlreiche Überzeugungen und Positionen der Ethik Niederrümelins zumindest eine starke Affinität zu pragmatistischen Positionen aufweisen. Das wurde gestern ja auch schon in der Veranstaltung deutlich, wo Herr Niederrümelin selber einen ganz kurzen Hinweis von Habermas aufgegriffen hat und sich selber dann als, oder seine eigene Entwicklung als von Carnap zu Dewey gekennzeichnet hat. Und ich glaube, das trifft es auch sehr gut. Er selber leugnet diesen Bezug auf Pragmatismus also keineswegs und deutet ihn auch immer wieder an. Gelegentliche Verweise, insbesondere auf Dewey, lassen sich finden. Und das lässt es aus meiner Sicht vielversprechend erscheinen, eine gründliche Auseinandersetzung mit der Philosophie Niederrümelins auch aus pragmatistischer Perspektive zu versuchen. Und ich verstehe auch den Kommentar von Thomas Pogge, wo er diese pragmatische Lesart vorgeschlagen hat, um auf einige der Einwände oder auf einige der Probleme, die sich aus seiner Sicht bei der Position Niederrümelins gezeigt haben, wie man damit weiterarbeiten kann. Und damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Heilinger. Vielleicht, weil Sie das angesprochen haben. Es gibt ein Diskussionsband mit einem Text von Herrn Niederrümelin und verschiedenen Kommentaren dazu. Der ist 2012 erschienen unter dem Titel Julian Niederrümelin über Vernunft und Freiheit, herausgegeben von Dieter Stürmer. Wen es also interessiert, diese schon mal stattgefundene Diskussion nachzulesen, das sei Ihnen empfohlen. Und jetzt kommen wir zur Diskussion. Ich weiß nicht, willst du... Also das ist jetzt ganz günstig, insofern als die Hälfte dessen, was ich sagen wollte, sich erübrigt hat, durch die Erläuterungen Pragmatismus und wie dies mit der Kohärenz gemeint ist. Da mache ich vielleicht nachher lediglich noch einen Satz dazu. Eine Vorbemerkung, drei Anmerkungen. Die Vorbemerkung ist, die Konzeption, die ja hier jetzt natürlich, wir müssen uns ja konzentrieren auf bestimmte Texte, in diesem Aufschlag gewissermaßen präsentiert ist, in dem schriftlichen und ein bisschen auch in dem, wie ich es jetzt hier mündlich präsentiert habe, steht natürlich im größeren Zusammenhang, den wir hier nicht voll mit einbeziehen können. Aber dieser große Zusammenhang ist vielleicht gelegentlich doch wichtig zu sehen. Also mir geht es um die Überwindung eines Schismas in der praktischen Philosophie, in der Philosophie generell. Und das führt dazu, dass die Konzeption, die mir plausibel zu sein scheint,
nicht so richtig in die üblichen Schubladen passt. Und jetzt sage ich es mal ein bisschen polemisch, die Reaktionen, die ich dann oft erfahre, sind dadurch charakterisiert, sie doch wieder in diese Schubladen hineinzupressen. Ja? Und dadurch wird sie entstellt und verbogen und so. Und da muss ich versuchen, das wieder aus der Schublade rauszubekommen. Ja? Und so ein bisschen, das ist der Hintergrund. Also, um es etwas zu konkretisieren, üblicherweise stehen sich kohärentistische, antirealistische gegen realistische und zerrtistische Ansätze gegenüber. Und ich verbinde ein kohärentistisches Verständnis ohne Metatheorie. Ich habe keine Theorie der Kohärenz, hat der Heilige ein bisschen darauf hingewiesen, warum. Ich sage, das ist halt unsere Praxis, mit einem Realismus. Das ist irritierend. Das ist aber in meinen Augen der entscheidende Punkt. Und das hat eine allgemeine erkenntnistheoretische Dimension, die man folgendermaßen sich vor Augen führen kann, entgegen Habermas Spaltung und Pogges Spaltung in zwei Wahrheitsbegriffe. Glaube ich nicht, dass man sich auf solche Spaltungen einlassen sollte, sondern erstmal akzeptieren, dass Begründungen immer im Kontext sind. Begründungen sind erfolgreich, wenn sie sich beziehen auf das zwischen den beiden Dialogpartnern Unbestrittene und das Ergebnis dann ist, aufgrund des Unbestrittenen eine umstrittene These zu klären. Das ist eine erfolgreiche Begründung. Eine völlig kontextfreie Begründung, ohne Hintergrundannahmen, ohne Unbezweifelbares, kann ich mir schlechterdings nicht vorstellen. Deswegen halte ich es auch für irreführend, einen Wahrheitsbegriff reserviert für den praktischen Bereich merkwürdigerweise vorzusehen, in dem Wahrheit aufgeht in Begründung. Sie haben selber, oder du hast selber auf den entscheidenden Einwand ja hingewiesen, Path-Abhängigkeit. Das fand ich sehr interessant, da muss man noch ein bisschen genauer sich das überlegen, das werden wir jetzt hier nicht machen können. Aber der entscheidende Punkt ist der, warum um Himmels Willen sollen wir Wahrheit definieren? Definieren über Begründung. Und der Einwand, der dann kommt, nicht nur von dir jetzt, sondern der natürlich auch große Tradition hat in der Philosophie, lautet ja, sonst führt uns das in den Skeptizismus. Ja, Moment, das kann man noch vertreten, wenn man die Position Habermas in seinen Konsensustheorieaufsatz einnimmt, aber nicht mehr, wenn man sagt, ja klar, im Bereich der Naturwissenschaften konstituiert Begründung nicht Wahrheit. Ja, führt dann das zum Skeptizismus? Ja, offenkundig nicht. Also entweder oder. Entweder es führt zum Skeptizismus, dann führt es eben auch im Bereich der Naturwissenschaft zum Skeptizismus, das wird man nicht annehmen sollen, oder nicht, dann ist es kein Einwand. Und deswegen will ich nochmal diesen einen Punkt herausgreifen, weil der mir ganz wichtig erschien. Woher nimmt man denn den epistemischen Optimismus? Das ist so der Versuch, das aus der Unaufgeregtheit rauszubringen, ja, aufgeregt zu machen. Nein, ich versuche es wieder aus der Schublade rauszubekommen. Also, so reden wir, so argumentieren wir. Um was geht es uns eigentlich? Geht es uns darum, mitzuteilen, was ich für Pro-Attitudes habe? Da sind wir uns einig, nein. Also diese Form des Subjektivismus funktioniert nicht. Wollen wir herausbekommen, was Kollektive unter bestimmten Bedingungen für richtig halten? Nein. Wir wollen herausbekommen, zu was wir verpflichtet sind. Wir wollen nicht herausbekommen, was Kollektive unter bestimmten Bedingungen für richtig halten. Wir wollen herausbekommen, was richtig ist. Das meine ich mit unaufgeregtem Realismus. Und warum soll mich das zum Skeptizismus bringen? Das ist völlig richtig, ich sage es ja selber. Es gibt dann kein Argument mehr, was beweisen könnte, dass uns diese Praxis des Gründegebens und Gründenehmens der Wahrheit näher bringt. Das wäre ja wieder der Ausstieg. Ich muss ja dann raus. Ich bleibe aber drin, ganz im Sinne dieses pragmatistischen Ansatzes. Aber ein vernünftiger Mensch ist dadurch charakterisiert, dass er Gründen was zutraut. Keine Garantie. Das ist dann eine Überziehung in Richtung Rationalismus oder eben Konstruktivismus. Ja? So, dass man was zutraut, dass man sagt, im Regelfall werden gute Gründe mich zu Überzeugungen führen, die mit der Wahrheit übereinstimmen. Beweisen kann ich es nicht mehr. Ja? Das wäre ein Ausstieg. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Und deswegen diese Formulierung, die du aufgespießt hast, mit dem du sagst, ja, ich kann ja nicht mehr beweisen oder nicht mehr zeigen, warum es vernünftig ist, Optimist zu sein. Naja, aber das ist es, das ist die Praxis. Das macht unsere Vernünftigkeit aus, dass wir uns an dieser Praxis beteiligen. Punkt. Nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr raus, nicht nochmal beurteilen. Und dann möchte ich zum Schluss vielleicht nochmal sagen, warum ich so massiv diesen konstruktivistischen Ansätzen mich widersetze.
Also ich würde es jetzt erstmal entspannen, den Konflikt, und sagen, ich hatte gestern witzigerweise mit Wolfgang Spohn ganz ähnliche Kontroverse. Also meinetwegen, es kann ja sein, dass die idealen Begründungen zu wahren Überzeugungen führen. Es wäre ein schöner, kontingenter Umstand. Macht daraus nicht eine Definition, sage ich gegen Putnams internen Realismus, gegen Pogge, gegen Habermas, gegen Spohn. Macht daraus keine Definition. Wäre eine schöne Sache. Okay, wenn das sich so verhält. Aber Wahrheit ist doch nicht Begründung. Warum soll Wahrheit auf einmal Begründung selbst sein? Das ist doch ganz und gar unplausibel. Es geht uns doch darum, herauszubekommen, was verpflichtend ist und was nicht. Und deswegen sind diese sehr schönen Eingangsinterpretationen, was ein moralischer Realistin eigentlich meinen muss, die du gebracht hast, auch gefährlich, weil sie nämlich ein falsches Bild von moralischen Tatsachen vermitteln. Also ich meinte ja nun nicht, dass moralische Tatsachen unabhängig sind, zum Beispiel von sozialen Tatsachen im Sinne von Searle. Also Tatsachen, die in die Welt kommen, weil wir Gefühle haben, weil wir aufeinander replizieren, weil wir Erwartungen haben. Geldscheine haben einen Wert als soziale Tatsachen, nur deswegen, weil wir bestimmte Erwartungen haben, regelgeleitet damit umgehen und so weiter. Ein Gutteil unserer moralischen Verpflichtungen hängen eng mit diesen etablierten Praktiken zusammen. All das ist alles zugestanden. Ja, also ich reduziere jetzt nicht moralische Tatsachen auf so ganze, so simple Dinge, die außerhalb jeder konkreten, komplexen sozialen Ordnung existieren. Das mag mal der Fall sein, aber in der Regel nicht. Also sie sind komplex, sind konstituiert durch Erwartungen und was dergleichen mehr ist. Und wir versuchen herauszubekommen, was sich daraus für Verpflichtungen ergeben. Und der Realismus besteht dann lediglich damit zu sagen, wir können uns immer irren. Ja? Auch unter idealen epistemischen Bedingungen können wir uns irren. Und das ist kein Grund zur großen Beunruhigung, weil unsere Praxis ist halt darauf gerichtet, mit Gründen uns von Irrtümern zu lösen. Ist keine Garantie, keine Definition, aber es ist eine vernünftige epistemische Einstellung. Also, okay. Ja, gibt es weitere Wortmeldungen jetzt? Ja, Jörgis. Komm ruhig mal hier, aber... Ich habe eine Verständnisfrage zu einem Punkt, den Sie mit einem Nebensatz erwähnt haben, als Sie sagten, dass die Wahl der richtigen Moral selbst eine moralische Frage ist. So habe ich das, glaube ich, vernommen zu haben. Es geht um den Punkt, wie man sich entscheidet oder wie eine Gemeinschaft sich entscheidet, von einer Moral zu einer Moral M Sternchen überzugehen. Ich denke, dass eine solche Konstruktion, also die Einräumung einer solchen Entscheidungsfreiheit, das moralische Problem gewissermaßen auf die Ebene der Kriterien verschiebt, aufgrund deren diese Entscheidung getroffen werden soll. Und dann der Sinn der Moral, zwischen denen dann zu wählen ist, entspricht ungefähr dem Begriff der Praxis und nicht der Moral. Ich denke nämlich, dass wenn man Praktiken in einer Lebensform hat, die definiert man üblicherweise, neuerdings hat das auch so eine Berliner Philosophin gemacht, als Problemlösungsstrategien, kollektive Problemlösungsstrategien. Und ich denke, so wie Sie die Moral definiert haben, als eine Möglichkeit, von der man auch Abstand nehmen kann und sie durch eine andere ersetzen, dass das eher dem Begriff der Praxis entspricht. Und vor allem, das ist ja mein ursprüngliches Problem, eben, dass auf diese Weise die Kriterien der Entscheidung dann auf eine andere Ebene verschoben werden, die wir dann eher als die Ebene der eigentlichen moralischen Überlegung ansehen würden. Ich sehe jetzt keine weiteren Wortmeldungen. Dann denke ich, ich weiß nicht, Thomas, willst du oder Julian, willst du direkt auf diese Wortmeldung etwas sagen? Oder? Wir können ja nicht alles ausdiskutieren, also von mir aus könnten wir auch. Nee, wir wollten Thomas Pogge jetzt noch zum Abschluss. Ja. Gut, dann Thomas. Komm hierher, ist besser. Ich glaube, es ist besser. Ich will nur nicht dem Mittagessen der Menschheit im Wege stehen. Nee, also wir sind ja eine wohlgenährte Menschheit, insofern kann das bei uns ein bisschen warten. Also das Moral versus Praxis-Ding, also ich will mal, ich glaube, ich habe Sie verstanden und ich will versuchen, das zu beantworten. Also Sie sagen ungefähr Folgendes, dass wir, wenn wir finden, dass unsere von der Moral
geleitete Praxis irgendwelche kontraproduktiven Auswirkungen hat, dass wir dann natürlich Grund haben, die Praxis zu verändern, aber nicht Grund, diese Moral zu verändern. Dass die Moral, also, und ich will jetzt mal durch ein Beispiel versuchen zu zeigen, dass das, also dass das doch weitergeht und tiefer geht, als Sie denken. Also nehmen wir mal an, wir haben eine Moral, die ein starkes Abtreibungsverbot enthält, die also sagt, Abtreibung ist Mord. Und diese Moral ist jetzt auch in der Praxis ausgedrückt. Also wir haben jetzt ein Verfahren, Rechtsverfahren, wo Leute, Ärzte und Frauen für lange Jahre eingesperrt werden, wenn sie eine Abtreibung vornehmen oder vornehmen lassen. Jetzt sehen wir, dass das zu fürchterlichen Auswirkungen führt. Frauen werden erpressbar, es werden also viele Frauen kommen ums Leben, weil sie also schwarz eine Abtreibung vornehmen lassen und so weiter und so weiter. Und jetzt sagen Sie, na lassen Sie uns dann, also das ändert ja an der Moral nichts, wir machen jetzt einfach die Praxis, wir erklären es straffrei oder sowas oder Minimalstrafen oder sowas, also wir ändern unsere Strafpraxis, unsere Kriminalpraxis. Aber diese Veränderung kann möglicherweise das Problem nicht lösen, und zwar deswegen nicht, weil die Bevölkerung nach wie vor die Abtreibung für Mord hält und nach wie vor Frauen erpressbar sind. Frauen gehen immer noch nicht offiziell, obwohl es jetzt legal ist, gehen sie trotzdem nicht offiziell zum Arzt, weil sie immer noch wieder erpressbar werden, weil es eben von allen Leuten für Mord gehalten wird. Und die Leute eben sagen, dass wir es nur deswegen nicht als Mord ahnden in unserer Strafpraxis, weil es kontraproduktive Auswirkungen hat. Also insofern sage ich, hier wäre es vernünftiger, in Anbetracht der kontraproduktiven Auswirkungen, nicht nur unsere Strafpraxis zu ändern, sondern möglicherweise die Moral selbst zu ändern. Und das ist, glaube ich, auch passiert. Also was Und wo würden Sie genau diese Überlegungen einordnen, die Sie mit dem Zusatz in Anbetracht dieser Praxis müssen wir ändern? Wo würden Sie diese Überlegungen einordnen? Ich würde sagen, dass diese Überlegungen, die Sie mit diesem Zusatz charakterisieren, in Anbetracht dieser Praxis müssen wir die Moral ändern, die sind dann die eigentlichen Überlegungen, die moralische Überlegungen ausmachen. Das wollte ich nur sagen, dass ja. Auf jeden Fall es in dieser ja. Ebene gibt, die dann nicht zu ändern. Ja, es sind nicht die Praxis, sondern es sind die Auswirkungen, aufgrund derer wir die Moral dann ändern. Also wir benutzen die Moral sozusagen, die Moral ist eine Art, nach diesem Verständnis, was ich gar nicht unbedingt teilen möchte, aber nach diesem Verständnis von Moral ist die Moral ein Problemlösungsmechanismus und wir haben den in der Realität und er kann funktionieren oder nicht so gut funktionieren und das kann sich auch ändern und zwar auch durch veränderte Technologien, durch veränderte ökonomische Umstände oder sonst irgendetwas. Und eine Moral, die irgendwann mal gut funktioniert hatte, funktioniert ja nicht mehr so gut. Und dann kann man, um das ein bisschen so anthropomorph auszudrücken, kann man sagen, also die Moral wird uns dann irgendwann raten, sich selbst zu ändern. Sie wird sagen, also mit dieser Moral geht es jetzt nicht mehr so gut voran, also lieber das ein bisschen abändern und das kann, also diese Veränderungen, die kann man sehr gut also überlegen und die kann man objektiv zu dem Schluss kommen, dass das eine vernünftige Veränderung unserer Moral jetzt wäre. Und ich würde sagen, also einerseits diese These diagnostisch aufstellen. Ich glaube, dass viele Moralveränderungen sich so erklären lassen. Und zweitens sie auch normativ aufstellen, nämlich sagen, dass wenn wir über unsere Moral so nachdenken würden, wir dann möglicherweise schneller und intelligenter uns an veränderte Umstände anpassen würden, als wenn wir so eine Vorstellung von Moral haben, also eine Moral als wahrheitsträchtig, wo es eben die Tatsache, dass eine Moral nicht gut funktioniert, überhaupt gar kein Grund dafür sein kann, diese Moral zu verändern. Nicht, wenn das die moralische Wahrheit ist, dass man ein Versprechen einhalten muss, dann ist die Tatsache, dass das Einhalten des Versprechens jetzt zu fürchterlichen Katastrophen führt, kein Grund, von dieser Regel Abstand zu nehmen. So wie Kant. So wie Kant, ganz genau. Das war der Punkt. Also zu deinen Sachen, da müssen wir mal länger diskutieren. Das kriegen wir jetzt vor Mittagessen nicht mehr zu Potte. Gut.